Zugunsten des Angeklagten Johannes Leingruber ist zu berücksichtigen, dass er sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand heftigster emotionaler Erregtheit befand. Auslöser für diesen Zustand war ein herabwürdigender und diffamierender Artikel über das Restaurant des Angeklagten, den der Gastronomiekritiker Maximilian Bötsch für die Zeitschrift Genusswelt verfasst hatte. Unbestritten ist aber auch, dass der Angeklagte Herrn Bötsch angegriffen und mit einer schweren eisernen Bratpfanne auf den Kopf geschlagen hat. Da dieser Angriff mittels einer Waffe geführt wurde, ist gemäß § 223a StGB von gefährlicher Körperverletzung auszugehen. Der Angeklagte ist bislang nicht straffällig geworden. Er ist geständig und hat hier erklärt, dass er seine Tat bereut. Die Staatsanwaltschaft hält eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten für angemessen. Die Strafe sollte zur Bewährung ausgesetzt werden. Danke. Herr Leingruber, möchten Sie oder Ihr Anwalt noch etwas dazu sagen? Nein. Gut. Dann zieht sich das Gericht jetzt kurz zur Beratung zurück. Das Urteil wird in einer halben Stunde verkündet. Ach, weißt du, wenn die dich wegsperren, dann wäre das gar nicht so ein wahnsinnig großer Verlust für die Rheingau-Gastronomie. Hm? Ich meine, was du so in letzter Zeit zusammenkochst, das fällt ja wohl eh unter, wie nennt man das, Misshandlung, Schutzbefohlener. Hm? Sag das nochmal. Und Herr Leingruber, lassen Sie sich nicht provozieren. Was ist denn das für eine Strafe, 3.000 Euro? Seit dein Bruder aus der Portokasse und ich laufe für den Rest des Lebens mit dem Ding hier oben rum. Mein lieber Max, wenn du in Zukunft alle so niedermachst, dann wirst du es ohnehin nicht überleben. Entschuldige mal, von wem kam denn die Ansage, ich sollte mal richtig einen vor den Bug knallen? Ja, aber hättest du nicht gleich das ganz große Geschütz ausfahren müssen, oder? Ich meine, du weißt doch, wie sensibel unser Leingruber ist, wenn es da um seine Kochkünste geht. Wer möchte probieren? Herr Bötsch? In 4 Tagen habe ich Redaktionsschluss und mir fehlen noch 2 Artikel von dir, also bitte denk daran. Die Plörre können Sie wieder fortschaffen. Jetzt gucken Sie mich nicht so an. Entsorgen Sie das Zeug und dann hätte ich ganz gerne aber mal die Weinkarte. Abend, Martina. Hallo, Alphons. Ich habe die 6 Kisten Riesling im Wagen. Kannst du die in den Keller stellen, bitte? Ja. Guten Abend, Herr Siebach. Nein. Reklamation. Was mit meinem Wein? Für Bötsch ist das Plörre, so ein Kotzbrocken. Bötsch ist da? Zusammen mit Osterfeld, seinem Chefredakteur. Vornehme Gesellschaft. Du, ich kann einem Gastrokritiker schlecht Hausverbot erteilen. Korkt nicht. Der Wein ist völlig in Ordnung. Was soll ich machen? Nichts. Der Gast ist König. Und unter den Königen ist Bötsch der Kaiser. Warum hast du ihr denn kein Trinkgeld gegeben? Kein Geld zu verschenken? Doch, hast du. Ach so? Wir sehen uns in aller Frühe morgen in der Redaktion hier. Schlaf gut. Okay. Wie
schaffen Sie es nur schon, um die Zeit so auszusehen, als würden Sie gleich zu einer coolen Party gehen. Vielleicht kam ich gerade von einer. Nehmen Sie mich beim nächsten Mal mit? Nur was für Erwachsene. Hm. Und, haben Sie was für uns? Leider nur das Offensichtliche. Der Mann hat 2 Treffer abbekommen. Einen in den Kopf und einen in die Herzgegend. Was genau getroffen wurde, kann ich selbstverständlich erst bei der Obduktion feststellen, aber er war mit Sicherheit sofort tot. Dankeschön. Ja, und das war ungefähr wann? Gegen Mitternacht, plus minus eine Stunde. Guten Morgen zusammen. Hallo. Morgen. Mit dem Toten hatte ich gestern noch zu tun. Inwiefern? Eine Strafsache wegen Körperverletzung. Ein gewalttätiger Koch hat plötzlich eine Bratpfanne über den Kopf gezogen. Ach, sowas machen Sie auch? Ja, Frau Dr. Engel, man kann sich nicht immer alles aussuchen. Guten Morgen, Herr Reuter. Ja. Und wie hieß denn der gewalttätige Koch? Johannes Leingruber, das ist der Besitzer vom Schwerelos in Ballow. Neue deutsche Küche, sehr empfehlenswert. Ja, leider. Wie Essen gestrichen? Was genau ist denn hier passiert? Also, nach den Spuren zu urteilen, hat Bötsch eine Vollbremsung hingelegt. Wahrscheinlich hat ein anderes Fahrzeug die Straße blockiert. Naja, und dann hat es 2-mal Peng gemacht. Wenn wir Glück haben, war das andere Fahrzeug das des Täters. Da hinten gibt es Reifenspuren. Starkes Profil. Nicht viel, aber immerhin. Pikantes Fleischküchlein vom Charolais mit Tomatenpesto. Nicht schlecht, hm? Jetzt guck dir mal die Preise an. Ach, können Sie als Rechercheessen abrechnen? Schmeckt wie eingeschlafene Füße. Da fehlt Cognac an der Soße. Kannst du gleich neu machen. Guten Tag. Das hier ist die Küche. Oh, wir haben uns sowas fast gedacht. Christian Schubert, Kripo Wiesbaden. Meine Kollegin Kerstin Klar. Wir ermitteln einen Todesfall. Und wollen hier vorher noch schnell was essen, oder wie? Witzig. Herr Bötsch wurde letzte Nacht ermordet. Oh. Das ist ja ein Hammer. Nicht, dass ich Bötsch eine Träne nachweine, aber ermordet, sagen Sie. Ja. Wo waren Sie zwischen 23 und 1 Uhr nachts? Giuliano? Wann sind denn die letzten Gäste gegangen gestern Abend? So um 11:30 ungefähr. 11:30. Ich hab da noch ein bisschen aufgeräumt und bin dann ins Bett. Allein? Ja, leider. Moment mal. Halt! Nicht wegschmeißen! Aber ich bin schon seit Stunden auf dem Bein, hab noch nichts gegessen. Fehlt aber Cognac in der Soße. Ach, kein Problem. Alkohol auf nüchternen Magen muss nicht sein. Herr Leingruber, besitzen Sie eine Waffe? Sowas wie Messer, Pfannen? Nein, sowas wie eine Schusswaffe. Kann ich nicht mit Ihnen. Herr Bötsch und Sie haben sich nicht besonders gut verstanden, wie wir wissen. Max und ich waren mal fast sowas wie Freunde. Und in der Genussfeldausgabe von Juni macht er mich fertig. Unglaublich. Viele meiner Gäste richten sich nach seinen Kritiken. Ich hatte einen Umsatzrückgang von fast 40%. Schmeckt's? Mhm. Bötsch, der Gott unter den Gastro-Kritikern, hat eine unbestrittene Kapazität. Also wie man sein Lob aussprach, der konnte sicher sein. In Zukunft immer ein volles Lokal zu haben. Und wenn er verriss, der ging pleite. Naja, also ganz so schlimm war es nicht. Ich weiß sicher, der Max jetzt nicht nur Freunde.
Mit Leingruber vom Schwerelos. Mit dem lag er ziemlich im Clinch. Ja, das wissen wir. Da kommen wir gerade her. Dann steht Leingruber unter Verdacht? Laufende Ermittlungen. Das verstehen Sie sicher. Ja, sicher. Ja, ich bin immer noch sehr unter Schock wegen Max Tod. Also gestern Abend saßen wir noch zusammen. Wir haben über die neue Ausgabe gesprochen. Und wo haben Sie gestern Abend zusammen gesessen? Im Dorfkrug. Schönes Lokal. Liegt in Hattenheim. Das ist nur ungefähr 5 Kilometer vom Tatort entfernt. Also wann genau haben Sie das Lokal verlassen, Herr Osterfeld? Das war halb. Nein, es war 11:45, genau. Weil die Kirchturmglocke hat 3-mal geschlagen. Ist Ihnen noch irgendwas aufgefallen? Was machen Sie jetzt, also im Lokal oder draußen? Oder? Ja, drinnen oder draußen. Also im Lokal? Nein, also nichts Außergewöhnliches. Also Max hat wieder mal einen guten Weißwein zurückgeben lassen. Und, aber das war ja normal bei ihm. Also, nein, sonst ist mir da nichts aufgefallen. Dürfen wir ein paar Ausgaben mitnehmen? Ja, bitte, wenn Sie wollen. Können Sie aber auch abonnieren. Ja, und das ist sein Schreibtisch. Den Computer müssen wir mitnehmen. Ist aber nicht gut. Also möglicherweise sind da Notizen und Adressen drin, die für unsere Arbeit sehr wichtig sind. Die könnten auch für unsere Arbeit wichtig sein. Bötsch war Opfer, kein Täter. Wir beeilen uns. Sieht das so aus, als wäre die Schublade aufgebrochen worden? Wo? Oh. Na hier, sehen Sie doch mal selber. Ist ja komisch. Wie komisch? Ja, als ich heute Morgen in die Redaktion kam, da war sein Computer noch an und ich habe den dann ausgeschaltet und plötzlich hörte ich da so ein Geräusch, als ob jemand ganz leise die Tür schließt. Und ich habe mir ja nichts dabei gedacht, weil ich dachte, das sei die Putzfrau. Ich rufe die Spurensicherung an. Ja. Es wurden in der Tat Fingerabdrücke an der Schublade festgestellt, die nicht vom Bött stammen. Sie sind aber auch nicht registriert, leider. Na, kannst du helfen? Suchst du was Bestimmtes? Na, deine Lieblingsschokolade. Ich esse nicht mehr so ein ungesundes Zeug. Also Bötsch und sein Geschäftsführer waren gestern Abend beide im Dorfkrug. Ja, wir müssen da nachfragen. Außerdem nehmen wir uns Bötsch Wohnung vor und wir checken seinen Computer. Genau. Gut, ja, dann fahre ich in Dorfkrug, ja? Na dann, guten Appetit. Quatsch. Wie? Da isst du doch immer so gerne. Ich will mit Martina Sommer reden. Ich will da nicht essen. Das ist die Besitzerin. Sag mal, was ist denn hier los? Tut mir leid, ich habe nichts Außergewöhnliches bemerkt. Als die beiden Herren gegangen sind, war ich im Büro und habe Papierkram erledigt. Abrechnungen, Bestellungen. Apropos Papierkram, ich brauche bitte eine Liste mit allen Personen, die gestern Abend hier waren. Geht das? Denken Sie, dass jemand von meinen Gästen oder jemand vom Personal, Herrn Bitsch? Nein, ich glaube einfach nur, vielleicht ist irgendjemandem was aufgefallen. Okay, ich kopiere in die Reservierungsliste, schreibe Ihnen die Namen vom Personal auf und versuche mich zu erinnern, wer sonst noch hier war, den ich kenne. Gut, danke. Frau Sommer? Ja? Ich lese regelmäßig die Kritiken von Herrn Brett. Also ungefähr vor einem Jahr hat er ein vernichtendes Urteil über Ihr Restaurant gefällt. Meiner Meinung nach übrigens völlig zu Unrecht. Kritiker? Und in der vorletzten Ausgabe der Genusswelt war er wieder voll des Lobes. Möchten Sie wissen, warum? Mhm. Sein Preis für eine gute Kritik war jederzeit, auch in Begleitung, kostenlos bewirtet zu werden. Das habe ich im letzten Jahr abgelehnt. Dafür habe ich die Quittung gekriegt. Das heißt, Sie spielen das Spiel jetzt mit? Bötsch und Osterfeld haben gestern eine Zeche von 260 Euro gemacht. Meine Kellnerin hat nicht einen Cent Trinkgeld bekommen. Herr Reuter, ich mache Ihnen eben die Liste fertig. Ich muss noch zu einer Weinprobe bei Alfons Sieber. Hm. Ach, der war gestern übrigens auch da. Das trifft sich ja gut. Darf ich mich selbst einladen und Sie begleiten? Ich habe nichts dagegen. Vorher noch eine kleine Stärkung? Was haben wir denn da? Wildbratwurst. Oder ein Rindfleischsalat. Vielleicht ein andermal, danke. So kenne ich Sie ja gar nicht. Ja, ich mache eine Diät. Und zum krönenden Abschluss, meine hochverehrten Damen und Herren, diese sensationell gereifte und ungemein subtile Riesling-Rarität mit unwiderstehlichem Charisma. Die Aromenvielfalt von Apfel, Pfirsich und Aprikose hochverdichtet, alle Elemente perfekt integriert und wunderbar ausbalanciert, mit harmonischem Miteinander von mineralischer Säure und feiner Restsüße. Auf diese Riesling-Spätlese, meine Damen und Herren, bin ich ganz besonders stolz. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und sage zum Wohl. Ich hoffe, meine Weine schmecken Ihnen, Herr Staatsanwalt. Schon immer, Herr Sieber. Ich kann auch nicht so gut erklären wie Sie, warum Sie so gut sind. Der Klappern gehört zum Handwerk. Martina sagt, Sie würden gern wissen, ob mir gestern Abend was aufgefallen ist. Ja.
Ich kann mal überlegen. Ich war so um 9 im Dorfkrug, oder? Dann bin ich alles in allem vielleicht 20 Minuten geblieben. Mir war der Riesling ausgegangen. Ich habe Bötsch und Osterfeld zwar gesehen, aber kein Wort mit ihnen gewechselt. Nee, da war nichts Auffälliges. Ach komm, es ist doch deine Zeitschrift, in der dieser Schmierfink seine Lügen verbreitet. Da redet man aber nicht über einen Toten. Und so was wie du, sollte sowieso nicht mehr frei rumlaufen. Hey, komm, Foto. Weißt du was, du regst dich doch nur auf, hat Bötsch die Wahrheit über dich geschrieben. Ey, dass ich nicht lache, was für eine Wahrheit denn? Ist deine Küche schlecht und einfallslos? Nein, ihr wolltet mich fertig machen. Nur weil ich keine Anzeigen mehr an deinem Drecksblatt geschaltet habe. Ja. Und das ist euch nicht gelungen. Und dir allein gelingt das schon gar nicht. Weil Qualität setzt sich durch. Ja, tschüss. Tut mir leid, Herr Siebach, ich hätte gerne Ihre Weine probiert, aber wo Osterfeld ist, da will ich nicht sein. Wo er recht hat, hat er recht. Sein Urteil über Wein hat Bötsch auch nicht nach Zunge und Gaumen gefällt. Sebastian hat sie kaufen lassen? Ja, klar. Ohne Gefälligkeiten oder Anzeigen für die Genusswelt werden sie mit keiner Zeile erwähnt. Ja, das hat keinen guten Eindruck gemacht. Na ja. Jetzt hör dir das an. Die Kalbsbrustspitzen waren fade und trocken. Der Koch hätte ihnen vielleicht die Chance geben sollen, mit viel Knoblauchsoße als Billigfleisch an der nächsten Dönerbude Anhänger zu finden. Pff, unglaublich, was Bötsch so geschrieben hat. Und, gab es was Interessantes in seiner Wohnung? Und hier? Die KTU hat angerufen. Die Projektile aus seinem Kopf und Körper haben Universalkaliber 3006, das hierzulande für so gut wie jedes Jagdgewehr verwendet wird. Na toll. Jagdbehörden, Kreisverwaltungsämter, Jagdschein und Waffen, Besitzkartenabgleich. Abgleich? Wonach? Aus der Leingrube haben wir keinen wirklichen Tatverdächtigen. Doch, doch. Alle anderen Rheingau-Gastronomen, die Bötsch niedergemacht hat. Denn? Was ist was? Na, guck mal. Das sieht nicht nach freiwillig aus. Nee. Ganz und gar nicht. Das ist eine Vergewaltigung. Herr Bötsch scheint ja wirklich mehr Feinde als Freunde gehabt zu haben. Es geht doch vielen guten Kritikern so. Ich meine, Bötsch konnte das nicht allen recht machen. Das haben Sie ja gerade miterlebt. Mhm. Ich habe leider keine Zeit für eine Weinverkostung daran. Hat auch immer Bötsch teilgenommen. Der Artikel über die Rheingau-Winzer, der steht schon länger an. Und deshalb muss ich jetzt auch gehen. Ach, schreiben Sie den Artikel jetzt selbst? Ja, leider. Also auf Wiedersehen, Herr Staatsanwalt. Nils. Bis die Tage. Mhm. Kennen Sie Herrn Osterfeld schon länger? Ja, ich habe geschäftlich mit ihm zu tun. Wir schalten Anzeigen in der Genusswelt. Wir? Die Bank, für die ich arbeite. Rheingauer Kommanditbank. Nils Radisch. Bernd Reuter, freut mich. Angenehm. Wir sind einige Male zusammen essen gegangen. Business-Kontaktpflege sozusagen. Bötsch und Osterfeld waren. Hallo. Herr Osterfeld! Herr Osterfeld! Wir brauchen einen Notarzt! Können Sie ganz ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Der Kartmann ist gleich da. Ganz ruhig. Auf einer Weinprobe? Ja gut, dann bräuchte ich seine Handynummer. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Ja. Gut, die habe ich. Dankeschön, wiederhören. Ich weiß, womit das Video gemacht worden ist. Mit dem Handy von Bötsch. Wie kommst du drauf? Polizeiarbeit. Und
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es in der Redaktion aufgenommen worden. Hallo? Spreche ich mit Kai Osterfeld? Wer ist denn da? Bernd? Kerstin? Ja. Was machst du mit dem Handy von Osterfeld? Auf ihn wurde gerade geschossen. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ist okay, wir kommen. Wo bist du genau? Weingut Siebach in Östrich. Gut, das finden wir. Bis gleich. Hallo, Schatz. Hallo. Es ist sauber, Schatz. Alles ist sauber. Und? Was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Alles und nichts. Der riecht nach Schießpulver. Ich werf den mal in die Maschine. Ich schätze mal, eine Viertelstunde bevor er gefahren ist, hatte Osterfeld einen Riesenkrach mit Leingruber. Der war auch hier? Sag ich doch. Aber nur ganz kurz. Er ist dann gleich wieder abgehauen. Und alle die, die hier anwesend sind, waren auch hier, als die Schüsse fielen? Da fragst du mich was. Ja, glaube ich schon. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Als geschossen wurde, habe ich mit einem gewissen Nils Radisch gesprochen. Das ist der junge Mann da, neben Martina Sommer, mit der gestreiften Krawatte und der Brille, ein Banker. Ich bin da mit ein paar Gästen zum Tatort gelaufen. Was fußabdruckmäßig die Spurensicherung zur Verzweiflung bringt. Ja klar, Erste Hilfe und Tatortsicherung passen ja auch hervorragend zusammen. Hm? Das habe ich denen auch gesagt, aber... Dann ist ja gut. Walter. Ein Erfolgserlebnis gibt's aber für die Spurensicherung. Ja? Der Täter muss einmal vorbeigeschossen haben. Dieses Projektil hier stammt aus der Seitenwand des Anhängers, der am Tatort abgestellt ist. Gut, ja, danke. Das gleiche Kaliber, mit dem Bötsch geschossen wurde. Osterfeld ist gleich nach der Anlieferung ins Krankenhaus gestorben, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Warum wolltet ihr so dringend mit ihm sprechen? Die Aufnahmen wurden mit Bötschs Handy vor 4 Tagen gemacht. In der Redaktion von Genussfeld. Habt ihr mit der Frau schon gesprochen? Nein, wann denn? Wir wissen doch gar nicht, wer sie ist. Angelika Weiser, eine neue Redakteurin. Sie wird über Fitness und Jagd berichten. Ach, Bötsch und Osterfeld wurden mit einem Jagdgewehr erschossen. Ich weiß. Soll ich dir noch ihre Adresse aussuchen? Sag mal, wie lange noch? Wie lange noch was? Na, deine Diät. Oder gibt's einen anderen Grund dafür, warum du so schlechte Laune hast? Service! Guten Tag. Ach, Sie schon wieder. Wen soll ich denn jetzt umgebracht haben? Kai Osterfeld. Gute Idee. Hat der Staatsanwalt unseren Streit bei der Weinprobe gepetzt. Tja. Service! Wo bleibst du denn? Circa 15 Minuten, nachdem Sie die Weinprobe verlassen haben, wurde auf Osterfeld geschossen. Er ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Leingruber! Ist Ihnen nicht gut? Ach, doch. Sicher? Ja. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie die Weinprobe verlassen haben? Ich? Wer sonst? Ich bin durch die Gegend gefahren.
um mich zu beruhigen. Haben Sie was dagegen, wenn wir uns auf dem Kommissariat weiter unterhalten? Nein. Er hat nicht protestiert und er wollte auch keinen Anwalt. Im Gegenteil, Leingruber war fast erleichtert, dass wir ihn da behalten. Ein Geständnis hat er aber nicht abgelegt. Hat er noch irgendwas gesagt, was auf Täterwissen hindeutet? Seitdem er hier ist, hat er wenig bis gar nichts mehr gesagt. Sein Wagen wird von den KTU-Leuten untersucht. Außerdem checken wir seine Kleidung. Seine Hände haben wir bereits nach Schmauchspuren untersucht, leider negativ. Ja, wir bräuchten die Tatwaffe. Sobald der Durchsuchungsbeschluss unterschrieben ist, Herr Oberstaatsanwalt, nehmen wir seine Wohnung und sein Restaurant auseinander. Guten Morgen, Frau Kollegin. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zu Angelika Weise. Solo-Nummer oder was? Ich habe mir gedacht, ich spreche erst mal von Frau zu Frau mit ihr. Das ist eine sensible Sache. Denkst du eigentlich, ich bin unsensibel? Ich habe nicht behauptet, dass du unsensibel bist. Wenn du keinen Zeugen bei dem Gespräch hast, dann kann ihre Aussage möglicherweise vor Gericht nicht verwertet werden. Also jetzt lass mich mal machen, ja? Bis später. Frau Weise? Ja? Kommissarin Klar, wir hatten telefoniert. Wenn Sie mich zu dem Einbruch in der Redaktion befragen wollen, ich habe Ihnen am Telefon schon gesagt, dass ich krankgeschrieben bin. Ja. Hängt das eventuell mit einem Vorfall vor einigen Tagen zusammen? Ich habe das Video gesehen. Wir haben leider nichts, um den Tatverdacht gegen Leingruber aufrechtzuerhalten. Die Hausdurchsuchung hat nichts ergeben, Schmauchspuren wurden keine gefunden und er hat ein Alibi für die Zeit, als auf Osterfeld geschossen wurde. Ich denke, er ist ziellos durch die Gegend gefahren. Mhm. Was aber auf keinen Fall sein kann. Ich habe mit einem seiner Köche gesprochen. Der hat sich gewundert, dass Leingruber so schnell von der Weinprobe zurück war. Naja, dann müssen wir ihn gehen lassen. Nee, sowas esse ich nicht mehr. Schlechtes Mehl, schlechtes Fett, Zucker, Emulgatoren. Emulgatoren was? Emulgatoren, das ist so ein Zeug, damit die Dinger schön groß werden. Schmecken tut man das aber nicht, oder? Wo ist eigentlich Frau Klar? Bei Angelika Weise. Allein? Ja. Ihnen ist hoffentlich bekannt, dass prozessrelevante Aussagen so gut wie wertlos sind, wenn nicht mindestens zwei Zeugen anwesend sind. Ist mir bekannt. Und warum ist sie dann allein dahin? Ja, weil, Befragungstaktik. Manchmal ist es besser, wenn erstmal Frau zu Frau redet. Ah ja. Mhm. Herr Reuter, Sie sollten dringend mal wieder was Anständiges essen. Herr Schubert, ich finde... Vielleicht war es der Tequila. Vielleicht haben die mir aber auch K.O.-Tropfen ins Glas getan. Ich weiß es nicht. Ich habe einen totalen Filmriss. Am nächsten Tag hat mir Bötsch die Aufnahmen auf seinem Handy gezeigt. Das Schwein. Warum haben Sie den Männer nicht angezeigt? Ich will das vergessen. Und ich kann da auch nichts beweisen. Bötsch und Osterfeld sind tot. Sie wurden ermordet. Können Sie eigentlich mit einem Gewehr umgehen? Ja, aber ich habe niemanden umgebracht. Oh, Entschuldigung. Warten Sie, das ist unbenutzt. Lassen Sie das, ich mache das schon. Da ist ja nur ein bisschen Wasser. Ich mache das schon. Sie sollen das lassen! Okay. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt, dass Sie direkt nach der Weinprobe zu Ihrem Restaurant gefahren sind? Sie hätten sich Ärger und uns eine Menge Arbeit ersparen können. Ich hatte wohl einen Blackout. Das glaube ich aber auch. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie wissen ja, wo es lang geht. Thank you.
Ich hasse Natur. Ja, wo ist es jetzt? Gleich hier, da vorne. Das ist tatsächlich interessant. Also, die Projektile, die wir im Baum gefunden haben, stammen eindeutig aus der Tatwaffe, einem Repetiergewehr. Vermutlich hat der Täter oder die Täterin dort geübt. Was ist mit den Fotos, auf die geschossen wurde? Beide aus Genusswelt. Außerdem hat die Spurensicherung sehr gute Reifenabdrücke gefunden. Ganz sicher die gleichen Reifen wie die vom Tatort Bötsch. Die Kollegen versuchen mithilfe des Reifenabstands den Wagentyp zu ermitteln. Was hast du? Angelika Weise hat für die Tatzeiten kein Alibi. Sie will allein zu Hause gewesen sein. Ihr Vater war passionierter Jäger, deshalb hat sie Ahnung vom Umgang mit Waffen. Ihre Kleidung wird nach Schmauchspuren untersucht. Und was mit Bötsch Schreibtisch? Sie sagt, sie hat die Redaktion nach der Vergewaltigung nicht mehr betreten. Ich glaube ihr. Außerdem waren es auch nicht ihre Fingerabdrücke an seinem Schreibtisch. Was hast du für einen Eindruck von ihr? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich ihr zwei kaltblütige Morde zutraue. Auf der einen Seite wirkt sie wie ein gebrochener Mensch und auf der anderen Seite steckt ein ganz schönes Aggressionspotenzial in ihr. Könnte der Täter aus ihrem Umfeld stammen? Keine Ahnung. Sie sagt, sie hat niemanden davon erzählt. Wollen wir heute Abend ins Kino? Ich will nicht raus. Du kannst sie nicht ewig einschließen. Bötsch und Osterfeld sind tot. Ich weiß. Woher? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Sie wurden ermordet. Ich mach mir ein Brot. Willst du auch was essen? Guten Tag. Guten Tag. Ein Platz für Sie allein? Danke, ich möchte nicht essen. Ich würde gern Frau Sommer sprechen. Sie ist im Moment außer Haus, wird aber sicher bald zurück sein. Ja. Wollen Sie nicht zu lange Platz nehmen? Ja, gut. Danke. Ich lasse Ihnen mal die Speisekarte hier. Das Entenleberparfait kann ich Ihnen sehr empfehlen. Danke. Das Fax geht an alle Waffengeschäfte in Hessen und Rheinland-Pfalz. Falls wir keine positiven Antworten bekommen, weiten wir die Suche aus, okay? Gut, tschüss. Und? Neuigkeiten? Die ersten Rückmeldungen der Kreisverwaltung sind eingegangen. Es gibt ungefähr 300 Personen, die so ein Repetiergewehr besitzen. Na, toll, oder? Die dürfen wir jetzt alle überprüfen. Immerhin wissen wir, dass die Reifenspuren von einem Geländewagen stammen. Entweder einem Defender oder Cherokee. Und was ist mit den Sachen? Jede Menge Schmauchspuren. Und, wie hat Ihnen das Entenleber-Parfait geschmeckt? Ja, großartig. Dann haben Sie Ihre Entscheidung nicht bereut. Ja, im Gegenteil. Für meine Mitarbeiter bin ich mir für keine Anstrengung zu schade. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nein. Ist Frau Sommer inzwischen gekommen? Nein, leider nicht. Sie wird wohl noch auf dem Friedhof sein. Mhm. Ja, Frau Sommer. Ach, Herr Reuter. Mein Beileid. Danke. Ich dachte, Ihre Tochter wäre in München an der Uni, als ich sie im Dorf guck, eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe. Lisa hat in den letzten Semesterferien bei mir gejobbt. Von einem Tag auf den anderen ist sie zurück nach München. Es war am 31. März. Ich lag mit einer Grippe im Bett. Sie hat sich nicht mal von mir verabschiedet. Und dann? Habe ich länger nichts von ihr gehört. Und als ich sie endlich am Telefon hatte, war sie ganz kurz angebunden. Vor 4 Wochen bekam ich einen Anruf, dass Lisa nach einem Selbstmordversuch im Krankenhaus liegt. Ich bin sofort zu ihr gefahren und habe 1,5 Tage im Krankenbett verbracht. Dann schien sie über den Berg zu sein.
Als ich dachte, sie würde schlafen, habe ich das Zimmer verlassen, um uns was aus der Kantine zu holen. Diesen Moment hat sie abgepasst und ist aufgestanden. Sie war auf der Stelle tot. Kennen Sie den Auslöser für Ihren Selbstmord? Ich weiß es nicht. Als ich bei ihr im Krankenhaus war, habe ich vorsichtig versucht, das rauszufinden, aber sie hat sich sofort verschlossen. Entschuldigung. Warum wollten Sie mich eigentlich sprechen? Ach, es geht um Johannes Leingruber. Ich werde einfach nicht schlau aus ihm. Sind Sie nicht der Einzige? Haben Sie auch ein Problem mit ihm? Ich wollte ihn mal als Küchenchef einstellen, aber er hat ja dann sein eigenes Restaurant aufgemacht. Und obwohl wir Konkurrenten sind, haben wir uns immer gut verstanden und er kam auch gerne auf den Absacker vorbei. Aber seit einiger Zeit geht er mir aus dem Weg und ich habe keine Ahnung, warum. Frau Sommer, hätten Sie was dagegen, wenn ich mal einen Blick in Ihr Reservierungsbuch werfen würde? Wann waren Sie zuletzt auf der Jagd? Vor 2 Jahren? Dann fragen wir uns, warum sich frische Schmauchspuren an Ihrer Kleidung befinden. Das weiß ich nicht. Dürfen wir reinkommen? Ich habe nicht geschossen. Ich habe seit 2 Jahren kein Gewehr mehr in der Hand gehabt. Frau Weise, Sie haben ein Motiv für die beiden Morde. Und Sie haben kein Alibi. Wenn Sie keine schlüssige Erklärung dafür haben, wie diese Schmauchspuren an Ihre Kleidung kommen, dann werden wir Sie mitnehmen. Schmauchspuren können sich doch auch übertragen, oder? Mhm. Wenn Sie zum Beispiel neben dem Schützen stehen. Oder wenn Ihre Kleidung mit der des Schützen in Berührung kommt. Ja, dann. Die Sachen gehören meinem Freund. Und Ihr Freund ist Jäger, hm? Nein, Carsten ist bei der Bundeswehr. Da hat er natürlich auch Schießübungen. Und oft kommt er vom Dienst direkt her. Haben Sie ihm erzählt, was Osterfelder und Böttchen angetan haben? Sie haben es ihm erzählt. Carsten könnte doch niemanden töten. Ihr Freund ist nicht bei der Heilsarmee. Wo finden wir ihn? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was suchen Sie denn? Ich hab schon. 30. März. Hier, Bötsch. 21 Uhr, 3 Personen. Wissen Sie, wer seine Begleiter waren? Da war ich doch krank an dem Tag, da war ich im Bett. Na, Frau Sommer, gibt es irgendwo noch Sachen Ihrer Tochter? Vorsicht, Stufe. Ja, danke. Das sind Ihre Sachen aus der Münchner Wohnung. Ich hatte bisher noch nicht die Kraft, mir irgendwas anzuschauen. Haben Sie was dagegen, wenn ich meinen Blick drauf werfe? Ich bin drüben. Danke. Ich verstehe nicht, warum Angelika die Schweine nicht angezeigt hat. Sie wird Ihnen die Gründe dafür schon genannt haben. Gründe? Gründe? Der eine vergewaltigt sie und der andere Perverse macht noch ein Video. Herr Sippel, beruhigen Sie sich, setzen Sie sich. Der Osterfeld hat Angelika doch nur eingestellt, weil er scharf auf sie war. Aber sie hat ihm einen Korb gegeben und da hat sich dieses kranke Hirn mit Gewalt geholt, was er freiwillig nicht gekriegt hat. Ich verstehe, dass Sie eine Mordswut auf die beiden gehabt haben, aber jetzt setzen Sie sich wieder hin! Sehr. Ist das der Laptop Ihrer Tochter? Der gehört Lisa, ja. Suchen Sie was? Im Schuppen ist keine Steckdose. Hier vorne, unten. Ah. Das passt. Wie ich sehe, haben Sie Bert's Schreibtisch aufgebrochen. Ja, das gebe ich ja zu. Ich habe nach Kopien der Videoaufnahme gesucht. Dann kam Osterfeld rein, dann bin ich abgehauen. Und der ist jetzt tot. Genau wie Bert's. Ist doch komisch, oder? Wieso? Haben Sie die beiden umgebracht? Nein! Aber wenn Sie es genau wissen wollen, die haben nichts anderes verdient. Was helfen? Danke, Susanne. Gehen Sie nur. Tschüss. Frau Sommer, kommen Sie bitte mal. Haben Sie irgendwas gefunden? Ja, dieser ist Abschiedsbrief.
Ich habe gar keinen Brief bekommen. Was schreibt sie denn? Sie schreibt, was am Abend des 30. März passiert ist. Was ist denn passiert? Lisa. Herr Reuter, was schreibt sie? Lisa wurde von Bötsch und Osterfeld vergewaltigt. Ein dritter Mann, den Lisa nicht kannte, hat dabei Taten nur zugeschaut. Weder ein Geländewagen auf seinen Namen angemeldet, noch hat er einen ausgeliehen. Gut, danke für die Auskunft. Nicht zu danken. Was? Was? Also, der Kompaniechef hat bestätigt, dass Carsten Sippel zu der Zeit auf dem Schießstand war. Er kann also Osterfeld nicht erschossen haben. Tja, dann. Herr Sippel! Danke, Kalle. Sie können jetzt gehen. Und wegen des Einbruchs in die Redaktion kommen die Kollegen noch mal auf Sie zu, hm? Ja, soll mir recht sein. Naja, Bötsch und Osterfeld weine ich keine Träne nach. Ja. Was ist denn mit diesem Brief passiert? Wieso habe ich den nicht bekommen? Hat sie den nicht abgeschickt? Was ist? Warum schauen Sie mich so an? Warum sollte sie ihn nicht abgeschickt haben? Das weiß ich nicht, weil ich ihn nicht bekommen habe. Haben Sie etwas mit dem Tod von Bertrand Osterfeld zu tun? Ich habe hier die Registrierung von mehreren Schusswaffen, unter anderem von einem Repetiergewehr, einer Bitter 202, auf den Namen Karl-Heinz Sommer. Sommer? So wie die Wirtin vom Dorfkrug. Weiter. Bernd, Kerstin hier. Sag mal, der Mann von Martina Sommer, heißt der Karl-Heinz? Hieß. Warum? Ach, ist der verstorben? Ich habe hier eine Registrierung, 3 Schusswaffen auf seinen Namen. Unter anderem einer. Interessant, ja, danke. Frau Sommer, gibt es die Waffen Ihres verstorbenen Mannes noch? Ja. Warum fragen Sie? Ich würde gern sehen. Das ist aber kein ordnungsgemäßer Waffenschrank. Ich weiß, den haben wir aber immer schon benutzt. Ihr Mann hatte auch eine Bitter 202, ein Repetiergewehr. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie können wieder zu machen. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, dass ich in den Schrank geschaut habe. Da war es noch da. Wo haben Sie das Gewehr versteckt? Ich habe es nicht versteckt, Herrgott! Alle möglichen Leute wussten, was da in dem Schrank ist. Wieso wussten? Oder wissen, was weiß ich. Das Personal, die Lieferanten. Kommen wir auf die Nacht zu sprechen, in der Bötsch erschossen wurde. Sie waren angeblich, als er und Osterfeld gingen, in Ihrem Büro. Nicht angeblich. Das heißt, Sie hätten Ihr Büro unbemerkt verlassen können und ihm gefolgt sein. Ich hätte. Ich habe aber nicht. Es kann sich auch niemand daran erinnern, wo genau Sie waren, als Osterfeld erschossen wurde. Ich habe weder Bötsch noch Osterfeld erschossen. Ich habe erst von Herrn Reuter erfahren, was die beiden meiner Tochter angetan haben. Wir machen Schluss für heute. Frau Sommer, Sie müssen leider in Gewahrsam bleiben. Dazu haben Sie kein Recht. Sie sind dringend tatverdächtig. Wir können Sie bis zum Ablauf des morgigen Tages hier behalten, also. Kommen Sie bitte. Sie machen einen Fehler, Herr Reuter. Und, was meinen Sie? Ja, Sie hat ein Motiv, kein Alibi.
Zugang zur möglichen Tatwaffe. Die Sachen ihrer Tochter hat sie mir freiwillig gezeigt. Sie hätte also damit rechnen müssen, dass ich den Abschiedsbrief auf dem Computer entdecke. Ja, vielleicht hat sie auf anderen Weg davon erfahren. Als ich ihr gesagt habe, was mit ihrer Tochter passiert ist, da war sie total überrascht. Das war ehrliches Entsetzen. Ja, das klingt jetzt aber eher entlastend als belastend, Herr Oberstaatsanwalt. Richtig, Herr Schubert. Aber auch das gehört zu unserer Arbeit. Neues Sakko? Nein, ich musste dem nur ein paar Monate eine Auszeit erteilen. Verstehe. Na, wer so eine Figur hat wie Sie, kann das gar nicht verstehen. Herr Reuter, flirten Sie gerade mit mir? Das war eine ganz sachliche Feststellung. Was haben Sie für mich? Kopien der beiden Obduktionsberichte. Ah ja, danke. Entschuldigung. Leider kann ich mit nichts dienen, was auf den Täter oder die Täterin hinweist. Aber wie mir Schubert sagte, haben Sie bereits den Tatverdächtigen. Ja. Hatten. Schauen Sie mal. Die Weinprobe, bei der Osterfeld erschossen wurde. Mir ist eingefallen, dass die ganze Zeit ein Fotograf um die von Fotos gemacht hat. So, und hier, das war der Moment, als die Schüsse fielen. Mhm. Und da im Hintergrund, das ist unsere Tatverdächtige, Martina Sommer. Dann kann sie es nicht gewesen sein. Sommer, bitte. Es sprach eine Reihe von Indizien gegen Sie. Es tut mir leid. Darf ich Sie noch was fragen oder habe ich jetzt Hausverbot? Wenn dieser Abschiedsbrief nicht für Sie ist, für wen ist er dann? Der Brief ist sehr persönlich. So etwas schreibt man an seine Eltern oder seinen besten Freund oder seine beste Freundin. Mein Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Und über Lisas Freunde weiß ich nicht viel. An wen oder was denken Sie gerade? Frau Sommer, jemand hat zwei Menschen umgebracht und wird möglicherweise einen weiteren Menschen umbringen. Es muss jemand sein, der Lisa sehr nahe stand. Wer könnte das sein? Ich verstehe, dass Sie sauer auf mich sind, wirklich. Aber können Sie das nicht einfach mal einen Augenblick vergessen? Ich hatte vor 23 Jahren eine Affäre und bin schwanger geworden. Lisa. Mein Mann hat mir diesen Seitensprung verziehen. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, ihn als Vater anzugeben. Weder Lisa noch ihr leiblicher Vater wissen die Wahrheit. Das glaube ich nicht. Lisa muss es irgendwie herausbekommen haben. Wer ist der Vater? Oh, Frau Sommer, bitte! Alfons Siebach. Das kann nicht sein, dass er das weiß. Er war an dem Abend hier, als Bösch und Osterfeld im Restaurant waren. Stimmt. Die beiden haben seinen Wein als Plörre bezeichnet und Alfons hat überraschend gelassen reagiert. Weiß er, wo sie die Waffen ihres Mannes aufbewahren? Ja, der ist ja oft genug hier. Ich verstehe nicht, warum Lisa sich mir nicht anvertraut. Vielleicht hat sie befürchtet, dass sie die ganze Schuld auf sich nehmen. Weiter? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Reuter, aber... Es gibt im Umkreis der Verdächtigen jemanden, der ein Geländewagen Modell Defender fährt. Alfons Siebach. Wie? Können Sie jetzt hell sehen, oder was? Guten Tag. Wie dem auch sei, ich denke, wir sollten mit dem Mann sprechen. Das war der letzte Tag, an dem Lisa hier gearbeitet hat. Ja, ich weiß. Herr Bötsch saß hier. Da drüben saß Herr Osterfeld. Und hier saß
Wie heißt der von der Bank? Radisch? Ja, der dritte war damals Nils Radisch. Sieber, aufmachen! Bernd, wir sind jetzt auf seinem Weingut. Das sieht so aus, als wäre Siebach nicht zu Hause. Aber es ist wenigstens sein Geländewagen. Na gut, dann fahr zu Nils Radisch. Entschuldigung, ich hab's unterbrochen. Also, Bötsch, Osterfeld und Herr Radisch waren die letzten Gäste im Restaurant. Sie hatten ziemlich viel getrunken. Den ganzen Abend schon hatte Bötsch anzügliche Bemerkungen gemacht. Vor allem dann, wenn Lisa und ich in der Nähe waren. Lisa hat versucht, das Ganze von der heiteren Seite zu nehmen. Außerdem wusste sie, dass die drei VIPs waren und wichtig für ihre Mutter. Ich hatte eigentlich Feierabend. Mein Freund hat draußen auf mich gewartet. Aber die drei wollten nicht gehen. Ich habe Lisa gefragt, ob ich noch bleiben soll. Lisa hat mich nach Hause geschickt. Mit den dreien wird sie schon fertig. Hunde, die bellen, beißen nicht. Naja, ich bin dann gegangen. Gleich nach mir auch Herr Radisch. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn davon abhalten soll, mit dem Wagen zu fahren. Aber sowas gibt meist nur Stress. Gerade als Herr Radisch losgefahren ist, hat ein anderer Wagen vom Dorfkrug gehalten. Ich habe den Fahrer nicht gleich erkannt, erst als er reingegangen ist. Es war Johannes Leingruber. Also, Nils Radisch hat das Restaurant verlassen und danach ist er Leingruber gekommen. Sind Sie sich da sicher? Absolut sicher. Danke. Drück schon endlich ab, ich hab's nicht anders verdient. Sie müssen die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt haben. Sie wissen Bescheid. Warum haben Sie Lisa Sommer nicht geholfen? Ich hab zu Bötsch und Osterfeld gesagt, wenn sie nicht will, dann lass sie doch in Ruhe. Aber Bötsch meinte nur, ich soll kein Spaßverderber sein. Ah ja. Gegen die beiden hätte ich keine Chance gehabt. Bötsch hat Ihnen das nicht gedankt, wie wir wissen. Vielleicht bin ich auch deshalb mit der Pfanne auf ihn losgegangen. Weil mir diese entsetzliche Nacht nicht aus dem Kopf ging. Ich werde Sie anklagen. Wegen unterlassener Hilfeleistung und Beihilfe. Aber das können Sie sicher denken. Hallo, Herr Siebach. Wo kommen Sie denn her? Ach, Herr Radisch. Ist das so wichtig? Vergessen Sie es. Herr Siebach, lassen Sie uns reden. Worüber? Ich bringe das hier zu Ende. Jetzt hauen Sie ab! Zwingen Sie mich nicht, auf Sie zu schießen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Davon wird Ihre Tochter auch nicht wieder lebendig. Geben Sie mir das Gewehr. Herr Radisch, halten Sie durch.
als ich Lisas Abschiedsbrief gekriegt habe. Erst war da nur Ohnmacht, Trauer. Und dann kam die Wut. Ich hatte lange nicht geschossen, ich musste erst üben. Als ich dann die beiden im Dorfkrug gesehen habe, da wusste ich gleich, das ist ein Zeichen. Jetzt ist auch der dritte tot. Ich habe für Gerechtigkeit gesorgt. Ich teile Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit nicht. Außerdem hat Nils Radisch mit der Sache nichts zu tun. Doch, doch, klar. Bötsch, Osterfeld und Radisch, die drei waren's. Die Kellnerin hat's mir gesagt. Sie kennen das Ende der Geschichte nicht. Leingruber war der dritte Mann. Sie haben einen Unschuldigen getötet. Warum hast du nichts gesagt? Ich hab's deinem Mann versprochen. Kurz bevor er gestorben ist, hat er mir gesagt, dass Lisa meine Tochter ist. Und mich gebeten, auf sie aufzupassen. Du solltest nichts davon erfahren. Kommen Sie jetzt. Ich habe für heute genug. Hey, Christian. Ah, lass. Ich gehe zu Fuß. Hey, ihr habt nichts falsch gemacht. Wirklich nicht. Ja. Bis morgen. Ja, bis morgen.